Moin, werte Zuschauer. Das Ersatz-Mainboard für mein neues PC-Bauvorhaben ist angekommen. Das MSI Z170A Gaming M3. Davor hatte ich ja das Gaming Pro Carbon mit ebenfalls dem Z170 PCH mir besorgt. Doch das startete gar nicht, ist also kaputt. Jetzt hat eBay sich gemeldet. Die machen es einem diesmal ein bisschen schwerer. Ich könnte entweder sofort die Hälfte des Preises zurückerstattet bekommen oder wenn ich das zurückschicke, dann den gesamten Kauf, den gesamten Kaufpreis. Da müsste ich dann nachweisen, dass ich das abgeschickt habe und dass es da noch angekommen ist. Ja, gut. Aber ich denke, ich werde es zurückschicken, weil was soll ich dann mit dem Mainboard, wenn das eh nicht funktioniert und ich da nur die Hälfte dann wieder bekomme. Gut, ja gut. Das Gaming M3, ich habe das Gaming Pro Carbon natürlich jetzt noch hier. Das Gaming M3 ist ein bisschen schlechter ausgestattet, also ein bisschen einfacher gestrickt wie das Gaming Pro Carbon. Können wir uns auch nochmal im Vergleich anschauen, worauf ich dann also verzichten muss. Hier das Gaming Pro Carbon hier nochmal. Und ja, auch dieses Board hat ungefähr 1 Euro nur mehr gekostet wie das Gaming Pro Carbon, also auch um die 40 Euro. Kein schlechter Preis. Und wurde offenbar hier beim Mindfactory erworben. Gut, fragt sich dann nur wann. So, kommen wir mal hier zur Rückseite. Gucken wir uns mal hier die Schlüsselelemente des Gaming M3 an. Das bietet unter anderem Audio Boost 3 als Soundlösung. Das bietet das Gaming Pro Carbon ebenfalls. Da kommt übrigens der gleiche Soundchip zum Einsatz, nämlich Realtek ALCF50 mit EMI Shield und einem zusätzlichen Kopfhörerverstärker. Also die Audio Section hier beim M3 ist die gleiche. Schon mal ziemlich gut. Wir haben auch beim Gaming M3 den M2 Steckplatz mit PCI Express 3.0x4 Anbindung. Dann gibt es die Möglichkeit Crossfire zu nutzen, SLI dagegen nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Gaming Pro Carbon. Dies bietet ja eben zusätzlich auch Crossfire. Wir haben Gaming LAN. Dieses Board dürfte sogar einen Killer-LAN-Chip verfügen. Das Gaming Pro Carbon hatte nur Intels i219V gehabt, aber auch wahrscheinlich dann mit derselben Softwarelösung, dass eben entsprechende Anwendungen gegenüber anderen priorisiert werden können. USB 3.1, Gen 2 mit 10 Gigabit ist dabei, ebenso der DDR4-Boost. Und von den Anschlüssen her auch ziemlich ähnlich. Die Rede ist von den externen Anschlüssen des Mainboards. Dies hat hier noch Mystic Light mit dabei und Military Class Standard. Gut, okay, lege ich das mal auf Seite. Ach, Moment, das Board hat auch noch hier Steel Armor, verstärkte Slots. Muss man auch noch mal erwähnen. Gut, dann komme ich hier zum M3. Und pack das mal gemeinsam mit euch aus. Die beiden LAN-Kabel habe ich selbst reingepackt für mein PC-Building-Projekt. Die waren also nicht dabei gewesen. Ansonsten ist eigentlich alles dabei, was hier bei dem Mainboard im Karton original beiliegt. Erstmal hier zur Platine an sich. So. Und ja, so sieht das Ganze aus. Vielleicht lege ich euch das gleich auf den Karton. Ich zeige euch kurz nochmal das Zubehör, was wir hier unter dem Kartoneinleger noch haben. Die originale Anleitung gilt nicht nur für das Z170A Gaming M3, sondern auch für das H170 und B150. So, der Quick Installation Guide, die Schnellstartanleitung für die Installation eines CPU-Kühlers und für die RAM-Montage sowie auch hier für die M2-SSD. Und noch weitere Dinge, zum Beispiel hier auch die Bedienelemente, wie die anzuschließen sind.
Ja, okay. Treiber CD, I.O. Blende. Ja, hier sieht man das auch nochmal. USB 3.1 mit 10 Gigabit. Ja. Mag die Kamera jetzt gerade nicht so scharf stellen. Genau, 3.1 Gen 2. Auf Gen 2 müsst ihr achten. Dann unterstützt es auch tatsächlich 10 Gigabit. Und wir haben hier diese Aufkleber für, ein bisschen verdreckt schon, für die SATA-Kabel. Die kann man dann hier rummachen und das Ganze beschriften. Dann weiß man, für welches Kabel für welches Gerät jetzt gedacht ist. Gut, dann packe ich das mal kurz hier wieder alles rein. Kommen wir gleich zum Mainboard an sich. Gut, dann zur Platine. Gebraucht habe ich die erworben. Genau, so sieht das Ganze aus. Als ich das zum ersten Mal ausgepackt hatte, war der Sockel offen und flog hier so aufgeklappt rum und der Deckel, der lag daneben. Ich weiß ja nicht, wie sowas passieren kann. Und schaut man sich jetzt mal hier die Sockelkontakte an. Die habe ich ja jetzt hier auch gerade offen liegen. Dann sieht das soweit schon ganz gut aus. Aber ich nehme da jetzt noch mal hier mein Vergrößerungsglas zur Hilfe. Dann sieht man hoffentlich... ich muss das selbst noch mal kurz gucken. Ja... Dann sieht man hoffentlich, naja, ein bisschen blöd. Aber hier an der Stelle, die Kamera kann das selbst schon so gut darstellen. Da sind zwei Kontakte, die sind ein bisschen versetzt. Die müsste man dann nochmal zurechtbiegen. Die sind aber nicht im Sockel verschwunden, die sind nur ganz bisschen leicht zur Seite geneigt, kann man also problemlos, denke ich mal, wieder hinkriegen. Glück gehabt. Ja, und mir ist auch aufgefallen, der Vorbesitzer hat offenbar bedauernderweise die Kühlerhalterung vergessen. Die ist jetzt hier noch montiert, ein Teil zumindest davon. Wenn das Mainboard funktioniert, werde ich dem Verkäufer nochmal anschreiben, ob er seine Kühlerhalterung zurückhaben möchte. Genau. Aber nur dann, wenn das Mainboard auch funktioniert. Dann bin ich auch so nett. Ja, wenn man das Mainboard dann mal umdreht, ist mir auch schon aufgefallen, das hat hier so einen seltsamen Fleck. Ja, hier die Backplate, keine Ahnung, zu welchem Kühler das gehört. Aber, naja, zu irgendeinem wird das wohl schon gehören. Hier ist so ein komischer Fleck. Kann man ja nicht übersehen. Bei dem Spannungswandler kann mit dem Wärmeleitpad zu tun haben. Sollte aber, denke ich mal, kein Problem sein. Diese komische Verunreinigung hier. Ja, wir haben hier sogar noch ein bisschen was beschriftet. Gaming... Audio 3 und LAN Boost 3. AMD Crossfire wird unterstützt, aber SLI nicht, denn dieses Mainboard hat eben nicht diese Verteiler, die eben dem ersten X16 Slot die hinteren 8 Lanes wegnehmen und an einen zweiten Grafikkartensteckplatz weiterreichen. Crossfire läuft demnach über den PCH mit dem X4-Slot. Und der X4-Slot, das ist der hier, der teilt, glaube ich, seine Lanes mit den PCI Express X1 Steckplätzen. Ich glaube, wenn man hier was reinsteckt, dann kann man die X1-Slots dann nicht mehr nutzen oder nicht mehr ganz, naja, also wenn man hier eine X4-Karte anbinden möchte, dann muss man auf die, glaube ich, verzichten. Dann gibt es auch noch ältere PCI-Slots, sogar 3 Stück. Da ist, glaube ich, der AS-Media-Controller zuständig. Mal gucken, was das für einer ist.
Ach, der alte bekannte ASM 1083. Ich glaube, der soll einen Bug haben. Bin mir da nicht ganz sicher. Ist also mit Vorsicht zu genießen. Hier die Audio-Section, wie gesagt. Da ist hier der Realtek ALCL50 Soundcodec unter dem EMI-Schild anzutreffen, wenn man das entfernen würde. Kopfhörerverstärker gibt es auch. Schon ziemlich gut das Ganze konfiguriert. Hier die Audioanschlüsse auch vergoldet, glaube ich. Ja. Gut, jetzt bin ich hier bei den externen Anschlüssen. Das sind die USB 3.1, Gen 2 Ports. Dann haben wir hier viermal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Ein Tastaturport. Der unterstützt nur Tastaturen, keine Mäuse. Bildsignalausgänge sind DVI und HDMI. Gigabit LAN nennt sich dann hier Gaming LAN. Das ist, glaube ich, ich schaue mal eben kurz nach wegen dem LAN-Chip. Hier, Killer E2400 Gigabit LAN. Und das Gaming-Programm hatte nur einen Intel-LAN-Controller. Und auch hier Realtek ALCL50. Das ist der Vorgänger, meine ich, des 1220, der eigentlich auch recht potent ist. Also da hat man schon eine gute Audio-Section verbaut auf dem Mainboard. Und wenn alles funktioniert, wenn ich dann die beiden etwas verbogenen Pins wieder gerade gebogen habe und das Mainboard auch startet, dann können wir es auch verbauen. Und zwar in das Azatec Onyx 260. Das ist ein PC-Gehäuse mit einem Vollglas-Seitenteil aus echtem Glas. Ja, und auch RGB-Beleuchtung ist eingebaut. Das ist so ein weißes Gehäuse, sieht ziemlich schick aus. Mit Netzteilkamera, wobei ich das jetzt eher nicht so schön finde, weil man dann das Netzteil ja nicht mehr sehen kann. Wir haben hier natürlich auch noch den M.2 Steckplatz mit 42, 60, 80 mm Anschlussmöglichkeit. 4 DDR, 4 RAM-Slots, hier der DDR4 Boost ist dabei. Wie auch schon beim Gaming Pro Carbon ist dieser Bereich physikalisch abgetrennt vom restlichen PCB. Das ermöglicht auch höhere RAM-Taktfrequenzen aufgrund verringerter parasitärer Einstrahlung durch andere Komponenten. Genau, die können dann das Signal nicht mehr so stark stören. Gut, jetzt zeige ich euch nochmal hier den unteren Bereich, da ist so ein Schalter. Das nennt sich hier Slow. Dieser Schalter ist für LN2 gedacht, also für eine LN2-Kühlung mit Stickstoff. Extrem Overclocking ist da das Stichwort. Wenn man den Schalter umlegt, dann wird die CPU mit stabilen Frequenzen gestartet, was eben für Stabilität mit LN2-Kühlung sorgen soll. Das werde ich aber nicht ausprobieren. Nein, nein, nein. Das hat das Gaming-Programm übrigens hier nicht gehabt. Da das Mainboard extern 4 USB 3.0-Ports bietet, haben wir intern dagegen nur noch einen Header für zwei weitere USB 3.0-Ports am Frontpanel. Und ich gucke mal eben wegen USB 2.0. Hier ist auch noch so ein seltsamer Anschluss. Das könnte der BIOS-Chip eventuell sein. Naja, wenigstens haben wir hier zwei SATA Express-Anschlüsse und viermal SATA. Kann man sich dann entscheiden. Und hier sind noch zwei zusätzliche SATA 6 Gigabit-Ports. Ja, das wäre es dann eigentlich im Groben. Ich zähle nochmal kurz die Lüfteranschlüsse durch. Wir haben auf der Seite zwei Stück. Wir haben einen CPU-Lüfteranschluss. Das ist der dritte. 4, 5, ja, schon ziemlich gut ausgestattet mit 5 Lüfteranschlüssen. Genau. Ah, der USB 3.1 Controller stammt auch von Asmedia. Moment, zeige ich euch noch mal ganz kurz. Das ist der. Genau. Und dann schauen wir uns das Board mal an. Ich biege die Pins zurück, ob es denn noch starten möchte.
Gibt es hier wirklich nur einen internen USB 2.0 Anschluss? Bisschen dürftig. Dafür gibt es auch noch COM und seriell und parallel. Das hätte man sich einsparen können. Da nochmal einen zweiten USB 2.0 Header verbauen können. Ja, gegenüber dem Gaming Pro Carbon verzichten wir bei dem Exemplar auf einen zweiten GPU-Slot mit X8-Anbindung und dementsprechend auch auf SLI. Ein zweiter interner USB 3.0 Header ist auch nicht vorhanden. RGB-Beleuchtung offenbar auch nicht. Aber ansonsten war es das so im Groben auch. Gut, und wahrscheinlich ist die Platine ja nicht aus Carbon gefertigt. Aber hier die Spannungswandler-Section ist eigentlich so die gleiche. Die Kühler haben natürlich ein anderes Design. Gut, zeige ich euch nochmal hier das Gaming Pro Carbon, dass ihr das auch nochmal live gesehen hattet. Ich muss mal gucken, welche Sachen ich hier noch so gebrauchen kann. Also hier werde ich den Sockel definitiv abmontieren, denn also die CPU-Halterung werde ich abmontieren, weil die macht einen besseren Eindruck gegenüber dem Gaming M3. Ja, so sieht das aus. Hier nochmal dieses Exemplar. Gut, dann können wir auch schon die CPU verbauen. Die Pins habe ich ganz gut wieder gerade rücken können. Als CPU habe ich hier einen Celeron G3900 von meinem CPU-Tray mit 2,8 GHz. Das ist eine Skylake CPU. Gut, jetzt fragt ihr euch natürlich, what the hell hat hier ein Celeron auf dem Z170 Mainboard zu suchen? Das ist jetzt erstmal nur zum Testen. Und das Stichwort, welches den Einsatz dieses Celerons begründen dürfte, ist 9K Skylake Overclocking. Schauen wir uns nämlich auch nochmal an. Und dann hätte ich hier so einen Boxkühler, der reicht vollkommen aus für den Celeron. Also was Besseres braucht man da nicht, außer wie gesagt für 9K Overclocking. Vorausgesetzt erstmal, dass Mainboard funktioniert, ein passendes BIOS hat mir mein Zuschauer und Kollege Leon zugeschickt. Ah, das Mainboard liegt jetzt hier noch auf dem Moosgummi drauf. Ja, die sind alle gespreizt. Sehr schön, das ist gut. Und zum Thema Arbeitsspeicher. Dort habe ich auch den passenden Arbeitsspeicher hier von Corsair, die Vengeance Epics. Die passen optisch auch ganz gut, denn die sind ebenfalls schwarz wie das Mainboard und sind mit 3000 Megahertz freigegeben. Also dafür sind sie programmiert worden mit dem XMP-Profil und die besitzen auch die Samsung B-Dies. Das ist nicht schlecht. Ja, dann wollen wir das Mainboard mal starten und hoffen, dass es auch funktioniert. Ich habe hier meinen Schalter für das Löschen des BIOS-Chips angeschlossen. Funktioniert ja auch, sollte man nur nicht im laufenden Betrieb betätigen. Und dann... Oh, ganz schön laut. Ah, schön. Das sieht doch gut aus. Wir kriegen ein Bild. Und da sollen wir jetzt erstmal F1 drücken. Und dann sollte er ins Setup gehen. Dauert ein bisschen. Na, kommst du? Ah, sehr schön. Ah, Gott sei es gedankt. Ja, jetzt funktioniert's. Mal gucken. Okay, 2,8 GHz ist richtig. 16 GB RAM, sehr schön. Und der G3900. Bestens, nice, herrlich. Ist das schön. Ja, wunderbar. Dann bin ich ja erstmal beruhigt, dass die Platine ja schon mal funktioniert. Dann kann es jetzt auch endlich mit dem PC-Building-Projekt losgehen, mit der Platine, das Gaming M3.
Dann wird der Celeron geköpft für das Non-K-Overclocking. Dann kommt noch eine PCI Express SSD dazu. Die bekommt dann noch einen Kühlkörper versehen, weil mir ist schon mal eine kaputt gegangen, eine Adata SX6000 mit 128 GB, so eine Einsteiger-SSD mit PCI Express 3.0 X2 Interface. Die hatte einen Realtek-Controller, der war die ganze Zeit immer bei 60 Grad und irgendwann nach genau 4 Monaten, um genau zu sein, war sie tot. Wurde sie nicht mehr erkannt. Gott sei Dank konnte ich natürlich, weil ich sie neu gekauft hatte, das als Garantiefall geltend machen und mein Geld zurückbekommen. Aber damit sowas nicht mehr passiert, möchte ich einen Kühlkörper nicht missen. Und der kühlt die SSD, dass die dann nicht mehr so heiß wird. Dann kommt noch eine Maxwell-Grafikkarte dazu. Die 16 GB RAM, die sollten jetzt für das System auch herhalten. Und noch ein USB 3.1 Frontpanel mit SATA Express Anschluss. Das schauen wir uns nämlich auch nochmal an. Ja, jetzt habe ich ja schon alles vorweggenommen, was dann verbaut wird. Ja, wir werden uns erstmal auf den Celeron G3900 oder den Pentium G4560 beschränken müssen. Das ist die BIOS-Version .AC0 zum Schluss vom 25.01.2018. Ah, okay. Dann dürfte Kaby Lake ja auch schon unterstützt werden. Okay, das wäre es dann erstmal mit diesem Video, würde ich sagen, weil Board funktioniert und mehr soll jetzt auch erstmal nicht überprüft werden. Bis zum nächsten Mal.